Ich sage es vorweg, weil der Text ist sehr verträumt. Es geht darum, wie eine junge Frau, die eigentlich Selbstmord begehen möchte, sich nicht traut. Deswegen tue ich es für sie. Das ergibt ein emotionales Dilemma. Es ist so ernst gemeint, wie es nur sein kann. Deine Füße schienen glücklich, das Gewicht der Welt über sich nun los zu sein. Der halbe Meter Abstand vom Boden und der Friede schien irgendwie dein zu sein. Tag auch immer kommen mag, so schön wie bei dir wird's nie mehr sein. Und so leg ich mich erstmal mit unter deine Füße und schlaf in deinem Schatten ein. Sehr lustig. Schien dein zu sein. Das war der Friede. Das Rot. Ah, ich wollte gerade auf die Uhr gucken, aber mein liberaler Geist sagt mir. Nein, der Schrott ist vorbei. Das nächste Lied heißt Die Marktlücke. Und es geht hierbei um eine wahrhaftige Marktlücke, die noch nicht gestopft ist. Ich hätte gerne genug Startkapital dafür, aber es läuft nicht so ganz. Mal gucken, was hier heute Abend so zusammenkommt. Vielleicht probiere ich es dann mal aus. Es gibt so viele Pädophile, die belästigen Kinder und zeichnen es auf. Und manch anderer Jugendschutzunterwanderer nimmt diese Schande und das Videomaterial in Kauf. Mehr als Dunkelziffern kenne ich da nicht. Und ich weiß auch kein Mittel gegen diese Triebe. Doch ich hätte da eine Idee, mit der den Betroffenen vielleicht eine Alternative bliebe. Mit Kleinwüchsigen drehen, gründlich rasiert und die Frauen ohne Busen. Die Gesichter wird man eh nicht so sehr sehen und an sich sollten die Haare auch nur schmusen. Höchstwahrscheinlich ändert das nicht viel, aber hey, ich hab ne Marktlücke gefunden. Und vielleicht bleibt so nur ein Kind mehr bei den seelisch Gesunden. Dankeschön! Wer die Welt retten möchte, der soll dabei bitte